Schön, dass ihr da seid. Ihr habt das Spica gekauft, das Teleskop auf EQ3. Und jetzt geht es halt darum, wie bedient man das? Wie fängt man damit an? Ihr habt es aufgebaut. Ja, jetzt geht es aber darum, es gibt gewisse Dinge, die müsst ihr natürlich berücksichtigen. Das erste ist erstmal, ihr habt ja ein Gegengewicht daran gemacht und ihr müsst das Ganze erstmal tarieren, ja, also ausgleichen. Dazu löst ihr hier diesen Klemmhebel von der Rektaszensionsachse. Dann könnt ihr das Teleskop schwenken. So, wenn ihr jetzt loslasst, dann muss das stehen bleiben. Ja? Wenn nicht, ja, dann müsst ihr das Gegengewicht hin und her schieben an der Gegengewichtsstange. Ich schiebe es mal ganz zurück, dann seht ihr, wenn ich es jetzt zumache, dann schwingt es runter. So soll es nicht sein. Ja? Ihr schiebt es also so weit zurück, bis dass es gleich steht. Dann habt ihr zumindest die Achse schon mal austariert. Ihr macht den Klemmhebel wieder zu. Nun macht ihr das mit der Deklinationsachse. Ihr löst die. Jetzt könnt ihr das Teleskop wieder schwenken und achtet darauf, dass das stehen bleibt in jeder Position, die ihr schwenkt. Wenn es das nicht macht, könnt ihr entweder hier diesen Klemmhebel vom Schwalbenschwanzadapter lösen und könnt die Prismenschiene hin und her schieben. Oder halt, ihr könnt auch hier die Rohrschellen öffnen, ja, und könnt das Teleskop vor- oder zurückschieben. So, wenn ihr das gemacht habt, das Teleskop bleibt stehen, dann könnt ihr es wieder zurückdrehen und ihr klemmt den Klemmhebel wieder zu. So, dann habt ihr das Teleskop jetzt austariert. Das zweite, was ihr danach macht, ist, ihr habt ja den Sucher hier drauf gesetzt und ihr könnt davon ausgehen, dass der Blick durch das Teleskop, durch das Okular, nicht identisch ist mit dem Anblick durch den Sucher. Dazu müsst ihr erstmal den Sucher justieren, ja, also synchron stellen. Dazu geht ihr tagsüber hin, setzt in das Okular, in den Okularauszug das 20 mm Okular oder das Okular mit der größten Brennweite, weil das die kleinste Vergrößerung liefert. So, wenn ihr nun die Hebel löst, könnt ihr das Teleskop freischwenken. Jetzt zielt mal an dem Teleskop entlang und sucht mal ein Objekt, was markant ist, zum Beispiel eine Giebelspitze vom Haus oder irgendwie ein Turm oder ein Baum oder irgendwie sowas. Ja? Schwenkt es dahin, klemmt die Klemmhebel wieder zu, schaut durch das Okular. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich muss noch ein bisschen mehr nach links, rechts, hoch, runter, dann könnt ihr das mit diesen biegsamen Wellen machen. Ihr stellt das also so ein, dass das markante Ziel in der Mitte des Okulars zu sehen ist. Ihr stellt es hier mit scharf. Und wenn ihr das scharf gestellt habt, dann wisst ihr, okay, jetzt habe ich da diesen Punkt in der Mitte. Jetzt bewegt ihr das Teleskop aber nicht mehr. Ihr geht jetzt hin, schaltet den Sucher ein und schaut mal durch den Sucher und werdet feststellen, dass der Leuchtpunkt nicht dahin zeigt, wie der Blick durch das Okular ist. Dazu müsst ihr jetzt quasi mit den Justierschrauben, ja, den Sucher so einstellen, bis dass der Leuchtpunkt genau dahin zeigt, wie durch den Blick des Okulars. Wenn ihr das habt, dann wisst ihr, okay, ich habe jetzt beides synchron gestellt. Denn jetzt ist es so, wenn ihr das synchron gestellt habt, jetzt könnt ihr abends etwas aufsuchen mit dem Sucher, dafür heißt es den ja Sucher, und ihr könnt sicher sein, das, was ihr dann durch den Leuchtpunkt seht, das seht ihr dann auch durch das Okular. Okay, wenn ihr das gemacht habt, ihr habt also austariert, ihr habt den Sucher justiert, passend zum Teleskop, zum Anblick des Teleskops, dann geht ihr jetzt hin. Das Ganze habt ihr jetzt tagsüber gemacht. Das macht am meisten Sinn tagsüber. Jetzt müsst ihr schauen, wo ist Norden bei euch? Ja? Also, wo ist Norden? Und somit, wo ist abends der Polarstern? Denn zum Polarstern, da müsst ihr das Teleskop, also da müsst ihr die Montierung ausrichten. Ja? Und nicht einfach die Montierung, sondern diese Achse hier. Und das ist bei jeder Montierung gleich. Bei jeder. Diese Rektaszensionsachse, die muss zum Polarstern zeigen, also zum wahren Himmelspol. Das ist der Punkt, um den sich die Erde dreht. So, ihr könnt das grob voreinstellen. Dazu habt ihr hier eine Skala mit den Angaben der Breitengrade. Ihr nehmt euch quasi die Koordinaten von Google Maps oder von Wikipedia oder wo auch immer, wenn ihr sehen wollt, wo wohnt ihr, wie ist euer Breitengrad. Dann könnt ihr das hier einstellen. Dazu löst ihr hier die Schraube. Mit der Polhöhenschraube könnt ihr das Achskreuz verstellen. Ihr seht, wie sich quasi die Achse verstellt. So, und jetzt sagt ihr mal einfach, okay, der Breitengrad, wo ich wohne, ist 50 Grad circa. Stellt ihr das ein, macht es wieder zu.
So, wenn ihr jetzt abends durch das Teleskop schaut, dann müsst ihr aber darauf achten, dass das Teleskop quasi parallel zu dieser Achse steht. Ja? Denn wie bei anderen Montierungen, bei größeren Montierungen, wie der EQ4, EQ5, EQ6, die haben einen integrierten Polsucher. Das hat die EQ3 nicht. Deswegen müsst ihr, quasi weil euch das nicht zur Verfügung steht, müsst ihr mit dem Teleskop arbeiten. Wenn ihr hier oben die Deckachse öffnet, könnt ihr das Teleskop ja hin und her schwenken. Ja? Achtet mal darauf jetzt, dass das Teleskop quasi in einer Achse, so parallel zu dieser Achse steht. Dann klemmt ihr das wieder zu. Das ist wichtig. So, wenn ihr jetzt abends da durchguckt, dann müsst ihr sehen, dass ihr quasi durch das Okular den Polarstern habt. Wenn ihr den Polarstern jetzt seht, aber der ist im Okular zu tief oder zu hoch, dann könnt ihr das damit einstellen. Eben über diese Polhöhenwiege, ja? Über diese Polhöhe einstellen. Und wenn ihr jetzt sagt, es muss aber noch nach links oder rechts, dann macht ihr hier diesen Klemmhebel los. Und dann könnt ihr quasi mit ein bisschen Gefühl das Achskreuz etwas links-rechts schwenken. Und das macht ihr dann so, bis dass der Polarstern in der Mitte ist. So, jetzt bewegt ihr dieses Stativ mit der Montierung nicht mehr. Ja, also das bleibt jetzt so. Also ihr dürft es jetzt nicht mehr verdrehen. Das ist jetzt eure Einstellung. Das ist jetzt eingenordet quasi. So, jetzt könnt ihr loslegen. Ihr könnt jetzt quasi, wenn ihr ein Objekt sucht, fangen wir jetzt mal einfach an mit dem Mond. Ja? Ihr macht die Klemmhebel los. So. Und jetzt könnt ihr das Teleskop schwenken. Und jetzt nehmen wir mal an, hier so ist der Mond. Den habt ihr durch den Sucher aufgefunden. Dann macht ihr die Klemmhebel wieder beide zu. Guckt durch das Okular. Könnt jetzt ein bisschen mit den beiden Achsen hier spielen, bis dass der Mond wirklich, oder was ihr vom Mond sehen wollt, welche Krater auch immer, in der Mitte des Okulars zu sehen ist. Ja? Dann könnt ihr das hier wieder scharf stellen. Dadurch, dass ihr jetzt quasi das Teleskop, also die Montierung so ausgerichtet habt, Richtung wahren Himmelspol, das ist ja die Achse, um die sich die Erde dreht, benötigt ihr jetzt, wenn ihr das Okular das Objekt im Okular habt, benötigt ihr nicht beide Achsen, um das jeweils nachzustellen, sondern rein theoretisch nur diese Rektaszensionsachse. Also diese eine Achse hier reicht eigentlich aus, um das Objekt nachzuführen. Je genauer ihr eingenordet habt, also je genauer ihr zum wahren Himmelspol zeigt mit der Montierung, desto länger könnt ihr dieses Objekt nur durch Drehen der Rektaszensionsachse im Blick halten. Je ungenauer das ist, umso kürzer wird der Zeitpunkt, dann müsst ihr auch mit der Deckachse ein wenig nachjustieren. So, das ist das Grundsätzliche zum Bedienen des Teleskops, zum Einrichten der Montierung und wie ihr damit anfangt. So, wenn ihr das Objekt im Bild habt und wollt es jetzt vergrößern, dann könnt ihr das Okular tauschen durch eins mit weniger Brennweite, dann habt ihr eine höhere Vergrößerung. Die rechnet sich natürlich ja immer die Brennweite des Teleskops durch die Brennweite des Okulars, das ergibt die Vergrößerung. Ihr könnt auch Filter einsetzen, wenn ihr den Kontrast steigern wollt, wie zum Beispiel beim Mond. Dann macht es natürlich manchmal Sinn, einen Graufilter einzusetzen. Der wird dann ja halt hier hinten reingeschraubt. Ja, aber achtet eben darauf, dass dieser Steckdurchmesser identisch ist mit dem der Filter. Also hier haben wir meistens immer 1,25 Zoll, das sind 31,7 mm. Dann müsst ihr auch die Filter haben in 1,25 Zoll. Ja? Und die gibt es nämlich auch in 2 Zoll, dann passen die nicht, dann sind die zu groß. Also bitte darauf achten. So, das wäre eigentlich grundsätzlich das. Dann würde ich empfehlen, schafft euch irgendeine Planetarium-Software an, sowas wie Stellarium, Cartusiel oder sonstiges. Die sind umsonst und die helfen eigentlich beim Auffinden der Objekte, damit ihr euch erstmal ein bisschen am Himmel orientiert. So, das ist erstmal so grundsätzlich das Erste, was ihr machen solltet. Ja, ich denke, vielleicht ihr seid ein bisschen klargekommen damit und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Alles klar. Tschüss.